Nee. Ich nicht. Ach, das ist die Itembox. Mensch, das ist die andere Seite. Und Barry Box. Narkotikpfeile rein, die brauche ich erstmal nicht mehr. Willkommen beim Stream, Siggi. Ich kill gerade einen Ankylosaurus mit einem Triceratops. Ich schleudere jedes Mal nach hinten. Ich habe ihn aus Versehen angegriffen. Jetzt da. Ankylosaurus ist tot. Er hat doch gesagt, er geht jetzt einkaufen. Viel Spaß. So. Krass, wie schnell man die Viecher töten kann. Von mir aus. Alter, als ob ihr euch keine eigenen Viecher fangen könnt irgendwie, ne? Kannst ja demnächst auch mal ein Vieh tamen. Dauert ja nicht so lang. Ich
Ich hab mir einen Flugsaurier einfach nur geholt, weil ich dachte einfach, ach, fliegen wäre mal schön. Kann ich wenigstens sagen, ich habe einen. Ja, natürlich, aber das Schlechte ist eben, der Pteranodon hat nicht viel Health. Er ist schnell tot. Deswegen sollte man immer bei, wenn man den noch dabei hat, dann sollte man ihn mal mitnehmen. Und nicht dann auf einmal irgendwo sitzen lassen oder so. Ich denke mal, die haben ihn nicht extra sitzen lassen. Und das ist nicht deren Fehler dann gewesen. Das ist gut. Willkommen beim Stream. So, jetzt erstmal zu meinem Schiffi. So, dann brauche ich, was brauche ich? Narkobären. Jammliches Fleisch. Narkotik. Ich habe jetzt genügend Narkotik, ne? Ich habe über 100 Narkotik jetzt. Ich werde da trotzdem weiter Narkotik herstellen, aus dem Grund allein schon, weil ich nämlich so viel verfaultes Fleisch habe, ey. Das ist richtig genial. Ah, kann schon wieder 12 herstellen. Natürlich, du kannst mit, ganz ehrlich, ich habe gestern gerade mal 40, glaube ich, Narkotik gebraucht, um meinen Flugsaurier zu tamen. Und du weißt, was es heißt. Gerade mal 40 Stück. Ich habe 100, damit kann ich mir 2 Viecher tamen. Kein Problem. Und das überschüssige Narkotik schmeiß ich dann ins Dingsbums rein, ins Lager bei mir. Weil Giftpfeile, die kriegt man sowieso von den Fleischfressern. Werde ich auch erstmal nicht mehr holen. Oder bauen, eher gesagt. Genau. Deswegen sinnlos. So, noch etwa 39 Stück kann ich herstellen. Ich gebe sogar extra das verfaulte Fleisch meinem, Triceratops. Mit Absicht. Weil da wird das Fleisch schneller, langsamer verfallen. Da verfällt es viel langsamer. Richtig geil gemacht, finde ich. Kann man die so gesehen als Frischhaltefolie benutzen. So, da gehe ich nochmal kurz da oben. Ich habe gerade gesehen, ich muss noch ein paar Sachen reinschmeißen. Bei mir, ganz ehrlich, wenn du Fiber suchst oder so, ne? Geh einfach mal drüben. Hab 3000, 4000 Fiber. Ja, ich habe gestern so viel
Für das Tame braucht ihr so viele Bären, ne? Und deswegen habe ich so viel Fiber gesammelt gleichzeitig. Ah, okay. Ah, Gott, ich Idiot. Thatch mitnehmen, Wood mitnehmen, Thatch mitnehmen. Kann ich gleich noch die Samen. Ich habe auch langsam so viele Samen, da kann man bei was weiß ich alles pflanzen, ganz ehrlich. So viele Pflanzensamen habe ich jetzt schon dabei. Plantbox. Plantbox. Bombbox. Gearbox. So, dann geht's wieder weiter. Ja, die armen Saurier werden immer trauriger, denn sie dürfen nicht an Bord. Kennst du das Lied? Kann ich auch, habe ich schon. Oh, das ist Kacke. Das ist echt Kacke. Ah, es wird ja schon wieder Tag. Mein Triceratops hat auch gleich ein Level up. Wieder. Aber du darfst nicht zu schwer sein für meinen Flugsaurier, ne? Weil der hat auch noch ein bestimmtes Gewicht leider. Der, habe ich ja gestern schon gesagt, der kann sau wenig Gewicht tragen. Das schafft er. Aber wenn verfeuertes Fleisch drin ist, lass es einfach drin, weil das kann ich später dann nochmal für Nekotik nutzen. Weil umso mehr Nekotik, umso besser auch für die anderen, die jetzt hier im Tribe sind, ne? Aber das Lustige ist, ich wurde jetzt schon so oft gefragt. Das dauert 3,5 Stunden etwa. Ich wurde jetzt schon so oft gefragt, ja, natürlich. Aber es wurde jetzt schon, wo ich jetzt so oft gefragt, ob man hier auch mit auf den Server darf, ne? Muss ich jedem leider sagen, nee, geht nicht. Ja, deswegen, ah, okay. Ja, du musst mir meine E-Mail-Adresse geben, dass